So, hallo, wir machen weiter bei Super Panga World. Ja, wir sind in einem Level, in dem ich nicht sein will. Wir müssen fliegen, wir müssen durch die Tür fliegen. Und dabei werden wir auf die... Das ist ein ganz schlechter Save State. Dabei werden wir komplett auf die Schnauze fliegen. Weil ich komme durch die scheiß Tür nicht durch. Ich habe es mir jetzt schon wieder mehrmals in einem Video angeguckt. Man muss auf jeden Fall, um zu sehen, ob es funktioniert hat, ob man hier, ja, ob man hier richtig durch die Tür gekommen ist. Also fliegend vor allem. Ach, komm schon. Muss man. Wie habe ich das denn? Man muss, wenn man sozusagen. Nein. Man muss dann nochmal springen auf der anderen Seite, offensichtlich. Sonst sieht man nicht, ob es funktioniert hat. Scheint so. Wenn ich jetzt springe und dann fliege, ist alles gut. Fliege nicht. Aber genau das ist sozusagen. Also nur ich starte nicht als Flugdings. Sondern. Also ich weiß dann. Oh nein, jetzt habe ich gesaved. Ich Doofkopf. Nein, ich fliege in Scheiß. Oder muss ich hier. Das weiß ich jetzt halt nicht. Ob ich hier einfach jetzt zu langsam gedrückt habe? Oder ob ich da noch irgendwas anderes drücken muss, um zu fliegen. Vielleicht nach vorne oder gerade nicht nach vorne. Na, anscheinend nicht. Das ist es halt. Ich habe keinen Schimmer. Und ich glaube, ich darf auch nicht so durch, sondern ich muss wirklich von... Ja, von da irgendwie kommen. Gott, oh Gott. Nein. Nein! Ach, da tut mich wieder. Also das werde ich ein paar Mal probieren und keine Ahnung. Vielleicht ist das jetzt ein Part, in dem wir nur das hier machen. Ich weiß es nicht, weil ich sehe halt noch nicht so ganz, wie ich das hinkriegen soll. Aber das ist tatsächlich das, was man machen soll. Man soll da drüben fliegen. Okay, hat das funktioniert? Keine Ahnung. Springen. Ich fliege nicht. Ich weiß halt nicht, wie es geht. Oh Gott. Ich meine, es anzugucken ist ja die. Aber das hier ist auf jeden Fall ein guter Ausgangspunkt, würde ich mal vermuten. Ich wüsste nicht, warum der Ausgangspunkt schlecht sein soll. Aber jetzt bin ich halt auch schon wieder gelandet. Ah. Nein, ich fliege auch nicht. Muss ich noch irgendwas anderes drücken? Das weiß ich doch nicht. Sehr gut. Da bin ich rechtzeitig losgesprungen. Na, Mann, ey. Und vor allem der Dude hat das ohne Save States gespielt. Das kann doch nicht wahr sein, sowas. Flieg! Mann! Mario, bitte! Bitte fliegen Sie. Flieg durch die Tür, Mario. Nein. Ich weiß halt nicht, was ich anders machen muss. Oh Mann. Oh mein Gott! Was habe ich getan? Also außer dass das jetzt richtig blöd war, weil ich jetzt voll da rein segel. Ich muss drehen vorher.
Oh mein Gott, ich fliege in diesem Raum. Wie habe ich das gemacht? Oh Scheiße, und ich bin viel zu schnell. Fuck. Oh mein Gott, nein. Warum habe ich dazu Gas gegeben? Ah, Scheiße. Kann ich das nochmal zurückspulen? Müsste doch eigentlich gehen, oder? Ich setze jetzt mal hier einen extra Safe State. Sonst sollte ich immer wieder hier reinkommen. Ja. Okay. Und dann versuche ich jetzt mal hier das zu rewinden. Denn ich komme ja, wenn ich in den schwarzen Bereich, also in den Bildschirm komme, dann müsste ich da ja eigentlich genug Zeit haben. Ja, das muss doch der sein. Das muss doch der richtige sein. Nice. Dann setze ich da auch nochmal einen extra. Dann habe ich den 5 und den 7er. Und dann kann ich hier jedes Mal losfliegen. Super. Aber keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Oh boy. Oh, und jetzt starten. Okay, man muss also wirklich. Jetzt starten. Was ist jetzt? Was mache ich jetzt verkehrt? Interessant. Was habe ich denn jetzt anders gemacht? Hä? Muss man da wirklich ganz, 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 ganz bald springen? Was? Was? Was, 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 was? Aber hier muss es doch auch noch gehen. Das ist der gleiche Safe. Hey, das gibt's doch nicht. Willst du mich veralbern? Was habe ich jetzt anders gemacht? Ich flieg nicht mehr. Warum? Warum fliege ich nicht mehr? Was habe ich denn jetzt? Was? Ich hab. Das ist doch genau die. Das ist. Okay, dann muss ich es halt aus der Position jetzt schaffen. Ich meine, kann ich ja theoretisch, wenn ich hier ein bisschen drehe und so, dann sollte das schon hinhauen. Aber das ist jetzt halt nicht so cool. Dann mache ich aber hier jetzt noch ein extra Safe State, dass ich mir den nicht verhaue. Dass ich da gerade Gas gegeben habe, ist so blöd. Wie komme ich jetzt da am blödsten durch? Mama. Das war gar nicht mal so verkehrt. Nicht da oben an die Stachel. Dankeschön. Das war zu weit. Aber ich kann ja eigentlich zwischensafen. Ich habe ja noch einen Safe, der da drüben ist. Dreh dich doch wieder zurück. Dankeschön. Dreh dich wieder zurück. Danke. Nice! So, jetzt kommen die bösen Feuer. Aber wenn ich hier oben bleibe, sollte das eigentlich passen. Nein, passt gar nicht. Scheiße. Bleiben wir halt unten. Huch. Na, passt auch nicht so gut. Vielleicht gehen wir dann einfach nicht bis vor an den Bildschirm. Sondern fliegen hier nochmal so ein bisschen hin und her. Aber nicht bis dahin.
Oh, Pete. Nein. Ja, das ist doch schon. Naja. Auch nicht so viel. Oh, 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 der war gut. Okay. Jetzt muss ich nur zusehen. Super. Dass ich wieder ein gewisses bisschen Luft bekomme hier. Und jetzt muss ich gucken. Na gut, wir können ja erst nochmal anziehen. Oder auch nicht. Oh oh. Oh oh. Ah doch, können wir. Okay, alles gut. So, ich habe keine Ahnung, was jetzt noch kommt. Ah, noch so ein Ding. Okay. Das dürfte aber eigentlich... Dann gehen wir hier ein bisschen zurück und gehen nach vorne. Und wieder hoch. Ist das gut so? Ich weiß ja nicht, auf welcher Höhe ich jetzt gleich landen muss. Oh mein Gott. Okay, dann bleiben wir hier tief. Dann ist das Tief da gar nicht mal so verkehrt. So. Oh Gott, schön tief bleiben. Nicht so tief. Okay. Okay. Okay, sehr schön. Kann doch eigentlich dann nur passen bisher. Was? Okay, die ist direkt vor mir, die Säge. Oh. Ja, cool. Scheiße. Dann muss ich jetzt erstmal wieder an Höhe gewinnen. Drüber. Okay. Oh. Das sollte wieder drüber gehen. Gerade so. Nicht zu hoch. Oh, oh, wann geht das runter? Ih, geht. Scheiße. Das geht jetzt nicht drüber. Nee. Das geht genau drüber. Und jetzt muss ich höher. Deutlich höher. Oder aber... Ah, das ist doch blöd. Zack. Bisschen schweben. Na, hier noch nicht. Nein. Ja, oder wir probieren es einfach nochmal so wie gerade eben. Nur dass ich dann eben wirklich... Oh Gott. Ja. Oder will ich jetzt vielleicht schon Spin-Jumpen auf den Dingern? Kann ich das? Ah, dann, nee, dann haut es mich da oben gegen. Das ist schlecht. Ich weiß ja nicht, was da noch kommt, aber... Da trifft die mich jetzt halt gerade genau, ne? Ja, da trifft die mich exakt. Ich muss da anders hoch. Hm. Nochmal weg. Das ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Ausgangsposition. Ich würde halt gern wissen, was da jetzt noch kommt. Ob das die letzte Flugsequenz ist, ob ich mich da irgendwie anders durchmogeln kann. Ich will es ja nur sehen, was da noch kommt. Sehe ich das jetzt vielleicht? Oh Gott, da ist tatsächlich Ende. Okay.
Aber da muss ich mit Sicherheit. Oh Gott, ich wette, da muss ich fliegen dran an die Ranke, sonst wäre da keine Ranke, sondern irgendwas anderes. Ich muss da fliegen. Da bin ich dann von der Ranke nämlich fliegend wieder. Oh, dann kommt der nächste Abschnitt. Na toll. Okay, gerade bin ich irgendwie richtig schön hochgekommen. Jetzt komme ich da halt nicht mehr rüber. Das war gut. Durch, 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 durch. Zack, durch, komm. Scheiße. Segel ich da voll rein. Oh, nice, das war's. Perfekt. Perfekt. Oh mein Gott. So, und jetzt schön. Hänge ich dran? Ah, das sah noch nicht so aus. Jetzt müsste ich doch aber richtig dranhängen. Ich mache mal hier lieber ein paar extra Safe States wieder. Mal. Fliege ich jetzt noch? Ja, ich fliege noch. Okay, alles gut. Oh, nee, ich glaube, ich muss da nicht mehr fliegen. Oder? Ich weiß es nicht. Zeig mir mal, was da noch kommt, liebes Spiel. Oh Gott, ich muss da noch fliegen. Nein. Natürlich. Ja, komm. Brauch ich gar nicht mehr sehen. Sehe ich schon, dass ich da fliegen muss. Okay, lassen wir den erstmal hochgehen. Dann, na toll, was ist denn für das? Ist das die falsche Richtung? Lieber Mario. Na. Dann einmal da zackig runter, aber dann auch nicht so weit runter, um Gottes Willen. Na, das wird interessant. Dann auch nicht so weit runter, dass ich da. Igitt. Ja, toll. Ganz toll. Oder muss ich das, wenn er unten ist, machen? Kann auch sein. Ich weiß gerade nicht, darf ich gegen die Wand fliegen? Gegen die Wand darf ich eigentlich schon fliegen, oder? Runter, 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 runter. Ja, nicht gegen die Stachel. Hallo? Dankeschön. Genau das meinte ich nämlich. Oh Gott, oh Gott. Das ist wohl ein ganzes Flugphysik-Level. Wie mache ich das denn jetzt hier? Aber bisher sind wir richtig, das ist gut. Nein. Ich könnte mir halt auch vorstellen. Nee, da, das darf, das geht alles nicht. Ich muss da irgendwie anders. Und man bedenke, dass ich die ganze Zeit noch in Slow-Mo zusätzlich spiele, also. Ja, das ist alles eigentlich nochmal viel schwieriger. Perfekt. Oh mein Gott. Jetzt bin ich schon wieder so weit vorne. Ich weiß ja nicht, ob ich das sein will. Das ist wirklich eine gute Frage. Aber wir gucken halt mal. Ich kann ja auch wieder ein bisschen zurück. Huch! Jetzt sind das auch noch Blöcke. Aber jetzt sehe ich erstmal, was kommt. Das ist okay. Kommt jetzt eine ziemlich schnelle, lange Stelle. Wow. Okay. Und zack. Was ist das denn für eine Lücke? Komm schon. Bisschen mehr Speed. Nee, so nicht. Ja, okay. Ich glaube, so kommen wir durch.
Na, das sieht doch gut aus. Nicht da in die Lücke. Ih! Und da drüben muss ich... Aha, was? Was? Muss ich da drüben aber ziemlich schnell wieder an Höhe gewinnen. Aber ich verstehe nicht, was die Lücke da soll. Huch! Ne. Sag jetzt nicht, ich komme da nicht hoch. Sag jetzt nicht, ich muss durch die Lücke da nach oben. Was? Was? Wie soll das denn gehen? Was? Da sind überall welche. Was? Wie soll ich denn durch die Lücke da hochkommen? Hä? Ich kann doch nicht in der Lücke mich tausendmal drehen, oder kann ich das? Oh mein Gott. Sonst muss ich wieder Video gucken. Falls es hier noch einen Glitch gibt, den ich nicht kenne. Ich kann mich doch nicht in die Lücke da reindrehen. Ihhh. Okay, Entschuldigung. Wir gucken ganz kurz ein Video. Also ihr hört es und ich gucke es. Ich sehe gerade nicht, wie das gehen soll. Ich sehe gerade nicht, wie das gehen soll. Wie hieß das Level? Wie hieß das Level? Nein, ich will... Ich will... Nee. Dankeschön. Habe ich es jetzt geschlossen? Oh, ich Doofkopf. Link Dad's Castle. Ach ja, richtig. Benannt nach dem Dude. Moment. Link Dad's Castle. So, welches Video war das? Was ist das denn? Sticky Fly. Das ist die Stelle. Warte, ist das echt ein Glitch? Sticky Fly? Was? Okay. What? What? Was zum... Wie geht das? Was zum Geier? Steht irgendwo, wie der Glitch geht? Nein, da steht nicht, wie der Glitch geht. Was? Der schafft es, also das Ding heißt Sticky Fly, und der schafft es, an der Decke festzukleben. What? I totally don't get it. Okay, also muss ich ein bisschen zurück, weil an der Stelle, wo ich jetzt bin, ist schlecht. Hier ist schon scheiße. Okay, müsste ich von hier nochmal los. Oder ich schaff's zurückzuspulen. Schauen wir mal, wie weit ich zurückkomme. Hier ist gut. Ich muss höher. Nein, nicht gegen die Münze da.
Ich muss hier schon ein bisschen höher kommen. Man muss dann nämlich wirklich von ganz weit oben anscheinend... Okay, sehr schön. Ja, dann langsam, aber nicht hier so schnell nach oben. Erstmal hoch. So, dankeschön. Mich zieht es immer so weit nach drüben direkt. Das ist nicht gut. Sehr gut. Nein, andersrum drehen bitte. Ach. Du bist doch blöd. Okay, das geht aber auch. Okay. Nein, andersrum drehen. Dankeschön. So ist gut. So in etwa sah es in dem Video auch aus. Und jetzt ist er da runter und ist dann einfach da hoch. Also wirklich mit Highspeed dann quasi da gegen die Wand. Und ist... Ja, super, jetzt komme ich da nicht mal hin. Weil ich doch nicht hoch genug bin. Und ist dann an der Wand kleben geblieben. Ja, wat? Wie? Ja, ich klebe aber nicht an der Wand. Wie geht das? Ich will auch an der Wand kleben bleiben. Das ist ein... Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung, wie der Glitch geht. Das ist ein Glitch. Das ist ein Glitch, den ich nicht kenne. Fuck, und dann ist er nämlich einfach da drüben nach oben gezogen. Fuck. Aber ich bin hier in der richtigen Position. Also der Position hat er es auch gemacht. Also ungefähr. Jetzt müsste man halt nur wissen, was man da drücken muss. Okay, ich muss das Video nochmal angucken. Ich kann es euch halt nicht zeigen jetzt hier, aber... Sekunde. Da kann ich auch mal Sticky Fly. Vielleicht heißt das ja offiziell so, wahrscheinlich nicht, aber hey. Super Mario Maker, SMW Sticky Fly, nee. Nee, das meine ich nicht. Okay, machen wir wieder Link Dead's Castle. Fuck you. Sticky Fly, was zum... Ist das eigentlich derselbe Dude? Nee, das ist... Ach, das ist Link Dead selbst, der das da spielt. Ja, toll. Ja, ist schön. Der hat dann ein Gamepad in der Hand, aber das erkennt, da erkenne ich halt auch nicht, was er drückt. Was zum... Ich probiere das jetzt noch ein paar Mal, aber wenn es nicht geht, dann hören wir auf. Und ich muss noch ein Stück höher. Ich bin hier immer noch nicht so gut an der, an der besten Position. Huch. Hallo? Danke. Ich bin immer noch nicht an der besten Position. Ich müsste da noch ein Stückchen höher. Und er schafft es aber auch zu stürzen, ohne dass er direkt nach vorne schießt, wie so ein Bekloppter, wie ich jetzt hier.
Ich will Sticky machen. Lass mich Sticky. Ja, 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 ja. Ich habe keine Ahnung, was ich mache. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Okay. Was zum Geier? Schnell durch die Tür. Ich hoffe, ich muss dahinter nicht noch fliegen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mir wirklich nur das Video bis zu dieser Stelle angeguckt. Nein. Okay, wir warten, bis die Tür geladen hat. Also bis sie weiter im Screen ist. Okay, muss ich jetzt noch fliegen oder nicht? Bitte, bitte, bitte. Oh, ich kann neu Anlauf nehmen. Oh, ich kann neu Anlauf nehmen. Keine Ahnung, was jetzt heute ist. Und da ist Midway Point. Oh mein Gott! Ich weiß nicht, was ich gedrückt habe. Ich kann es leider nicht erklären. Es ist einfach passiert. Vielleicht ist es wirklich, wenn du von weiter oben kommst, dass du dann einfach da mehr Kraft und keine Ahnung. Alter! Alter! Was zum Geier? Kann mir irgendjemand erklären, wie das geht? Bitte schreib's in die Kommentare, dass ich nicht das nächste Mal wieder rumrätsel, sondern weiß, was ich machen muss. Ich hab's ja geschafft, aber ich weiß nicht, wie. Ah! Und ich will nicht wissen, was hier noch an Flying Physics jetzt auf mich zukommt. Danke fürs Zugucken und tschüss. Hilfe.